es können ja noch weitere Bewerber kommen, auch bei den Republikanern, ganz klar. Und da wollen wir uns einmal anschauen, denn Vivek Ramaswamy ist Sohn indischer Migranten, der Yale- und Harvard-Absolvent, Unternehmer und Self-Made-Man, will ebenfalls US-Präsident werden als Republikaner. Wenn er gewählt würde, wäre er der jüngste US-Präsident aller Zeiten. Noch läuft der 37-Jährige mit dem Schwiegersohn-Image aber unter deutlich ferner Liefen, haben wir gerade auch gehört, im republikanischen Kandidatenfeld. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber hat ihn beobachtet und dabei unter anderem etwas Erstaunliches festgestellt. Sein Familienname taucht auf seiner fahrenden Wahlkampfzentrale gar nicht erst auf. Ramaswamy ist zu kompliziert. Der Mann aber sprüht vor Ehrgeiz. Vivek, bist du wirklich so optimistisch, dass es klappen könnte mit dem White House, frage ich? Yes, I am. Ja, das bin ich. Ich bin optimistisch zu gewinnen. Die größere Aufgabe aber ist, das Land wieder zu vereinen. Amerika ist hungrig auf einen Außenseiter. Wir sind im tiefsten New Hampshire unterwegs. Massen sind nicht gekommen. Dafür Vivek mit radikalen Botschaften und einer Kampfansage an das sogenannte progressive Amerika. Wokeism. Wokismus, Transgenderismus, Klimatismus, Covidismus, Globalismus. Alles böse Geister, die für Vivek seiner Vision einer neuen amerikanischen Identität im Wege stehen. Ich bin in diesem Rennen, um die America First Agenda viel weiter zu treiben als Donald Trump. Das zündet, das kommt an. Vivek ist ein Kulturkrieger. Gedränge beim Fotoshooting. Die meisten kamen, um einfach mal zu schauen. Nach Hause gehen sie als seine Jünger. War er überzeugend? Ich würde sagen, ja, zu 99% werde ich für ihn stimmen. Es ist das erste Mal seit langem, dass ich von einem Kandidaten wirklich begeistert bin. Ich denke, er ist ehrlich. Er begeistert. Er hat gute neue Ideen. Er gibt Amerika den Menschen zurück. So einfach ist es. Weiter geht's. Wir sind verabredet in seinem Wahlkampfbus. Auch außenpolitisch nimmt Vivek kein Blatt vor den Mund. Also kein Geld, keine Waffen für die Ukraine, frage ich. Ja, für die USA gilt das. Deutschland kann ja einspringen. Aber für die USA gilt, wir müssen uns konzentrieren auf unsere Südgrenze, auf die Fentanyl-Krise, die über die Grenze zu Mexiko schwappt. Das ist besser für unsere Interessen. Was heißt das eigentlich konkret, dass du weitergehen willst als Donald Trump, frage ich? Trump 2.0? America First 2.0, habe ich gesagt. Was ich meine damit, ich werde Dinge anfassen, die Trump nicht gemacht hat. Ich werde die Förderung von Minderheiten abschaffen, werde vergiftete Bürokratie abschaffen, nicht reformieren, werde das Militär an die Grenze schicken, nicht nur eine Mauer bauen. Ich werde das Land damit vereinen, weil ich es auf der Grundlage von Prinzipien und moralischer Autorität tue. Because I'm doing it based on principles and moral authority. Zurück bleibe ich mit dem Eindruck, hier will einer Tabula Rasa machen. Schafft der smarte 37-Jährige es ins Weiße Haus, wird man sich in Europa, werden sich aber auch viele in den USA warm anziehen müssen. Noch aber ist Vivek vielen Amerikanern völlig unbekannt. Do you know? Kennen Sie Vivek Ramaswamy? No. Nein. Was sagten Sie? Vivek Ramaswamy, if you know him. No. Nein, habe es nie gehört. Oh, he's running for president. Er kandidiert als Präsident. Ich habe von ihm gehört, weiß aber nichts von seiner Politik. No, I have not. Nein, habe ich nicht. Thank you. Genau das aber will Vivek schnell ändern. Noch tingelt er über die Dörfer, morgen aber schon will er die großen Hallen füllen. Das Thema neue Identität treibt ihn um. What the heck is going on in America? Was verdammt nochmal geht vor in Amerika? Wir sind in der Mitte einer nationalen Identitätskrise. We're in the middle of a national identity crisis. We are hungry for a cause. Wir sind hungrig nach Erklärung, Bedeutung, Sinn und Identität. And meaning. And identity. So what does it mean to be Was bedeutet es, Amerikaner zu sein? Ich glaube an die Idee, dieses Land wieder nach vorne zu bringen. Hämmert er seinen Zuschauern ein, wie schon am Abend zuvor. Seine Radikalität kommt an, vor allem bei Hardlinern, die Trump völlig überdrüssig sind.
has he convinced me? Hat er mich überzeugt? Ich mag es, wie er redet. Ich glaube, er ist sehr authentisch. Absolutely. Absolut. Er glaubt an das, was er sagt. Sehr, auf jeden Fall. Er ist jemand, dem ich vertraue. So I think it's somebody I'm going to consider. Bei den Menschen also, die ihn direkt erleben, kommt er gut an. Landesweit wollen aber nur 1,5% der Republikaner ihr Kreuzchen bei ihm machen. Vivek wird nicht locker lassen. Ende des Jahres will er in Schlagdistanz zu Donald Trump sein. Ein bisschen sputen aber wird er sich da schon müssen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.